Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Prorektorin, verehrte Preisträger und Preisträgerin, liebe Schülerinnen und Schüler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste begrüße ich Sie zu dieser Festveranstaltung aus Anlass der Verleihung der Toleranzringe und des Schulpreises Toleranz macht Schule. Es ist mir eine besondere Freude, Sie hier in diesen schönen Räumen des Wahlraff-Richards-Museums zu begrüßen, eines der international renommierten, bedeutenden Kunstmuseen. Zusammen mit der musikalischen Gestaltung gibt die Kunst also den Rahmen für diesen Event. Und das ist mir deshalb ein besonderes Anliegen zu betonen, da unsere Akademie nicht nur eine Akademie der Wissenschaften ist, sondern eben auch für die Künste verantwortlich ist. Ich danke daher an dieser Stelle bereits dem Holzbläser-Quintett Ensemble Quinten für die heutige musikalische Gestaltung. Wir haben eben schon eine Kostprobe gehört von Astor Piazzolla. Wir werden gleich noch das Notturno aus dem Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdy hören, auch im gleichen Arrangement, und dann einen Auszug aus den 6 Bagatellen von Ligeti. Die Forderung nach Toleranz, und damit bin ich beim Thema dieser Veranstaltung, die den freien Gesellschaften Europas selbstverständlich sein sollte, ist dringender denn je. Gerade in den europäischen Gesellschaften spüren wir nämlich ein dramatisch zunehmendes Klima der Intoleranz und der Unduldsamkeit. Die Forderung nach Toleranz entstand historisch ursprünglich aus den konfessionellen Gegensätzen im alten Europa. Nachdem die mittelalterliche Einheit auf der Grundlage der einen, der katholischen Religion, zerfallen war, musste Europa über blutige Kriege aus religiösen Gegensätzen erst wieder zusammenfinden. Nach den furchtbaren Religionskriegen in Europa hieß Toleranz aber zunächst nur Gegensätze aushalten und ertragen können, zum Beispiel in den sogenannten Toleranzedikten damaliger europäischer Staaten. Im Zuge der Aufklärung wurde daraus aber mehr. Man erkannte, die Religionen haben einen gemeinsamen Kern, der Menschen verbindet. Zunächst in unserem Kulturraum der gemeinsame Ursprung von Judentum, Islam und Christentum in der abrahamitischen Tradition. Das war auch die Botschaft in Lessings Ringparabel, auf die wir in dieser jährlichen Verleihung der Toleranzringe Bezug nehmen, und das jetzt schon seit vielen Jahren. Wir, das ist zunächst die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste als Initiator dieser Preisverleihung, die im Unterschied zu anderen wissenschaftlichen Akademien auch eine eigene Klasse für Weltreligionen hat. Mit Lessing geht es also nicht mehr nur um Toleranz als das Ertragen von Gegensätzen. In seiner Parabel sind es Brüder, wir würden heute ergänzen wollen, Schwestern eines gemeinsamen Vaters, einer gemeinsamen Mutter, die den Ring tragen. Hier kündigt sich bereits die Forderung der Französischen Revolution nach Fraternité. Auch da würden wir heute ergänzen wollen, Sororität, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, jenseits aller Religionsgrenzen an. Alle Menschen werden Brüder, heißt es noch in Schillers Ode an die Freude, in der Vertonung von Beethoven, heute die Europahymne, mit der wir diese Veranstaltung schließen werden. Und damit sind wir bei der DNA des heutigen Europas. Nach den Religionskriegen war die nächste Heimsuchung Europas der Nationalismus,
mit den Weltkriegskatastrophen des 20. Jahrhunderts. Wieder ging es in der Nachkriegszeit nicht nur um Toleranz als Aushalten und Ertragen von diesmal nationalen Gegensätzen, sondern um einen gemeinsamen Kern, der die Länder und Völker Europas verbinden sollte. Das ist heute die parlamentarische Demokratie und ein gemeinsames europäisches Recht mit den Menschenrechten und der Religionsfreiheit im Zentrum. Das moderne Europa baut also im Kern auf Toleranz auf. Das ist seine Stärke, aber zugleich auch seine Gefährdung. Als wir im November letzten Jahres die Toleranzringe verliehen, ahnten wir nicht, dass sich ein Jahr später Europa in einem wenigstens hybriden Krieg befindet. Auslöser war die völkerrechtswidrige Besetzung eines souveränen europäischen Staates wie der Ukraine durch die Truppen der Russischen Föderation. Rechtsbruch kann nicht toleriert werden. An dieser Stelle zeigt sich klar, Toleranz ist kein Wert an sich, sondern steht im Spannungsfeld von anderen Werten wie Freiheit und Wahrheit. Sollten wir Freiheit und Souveränität aufgeben, um des lieben Friedens willen? Müssen wir Lüge und Propaganda dulden, um andere Meinungen zu tolerieren? Allerdings zeigt sich derzeit mit aller Deutlichkeit auch: Werte gibt es nicht umsonst. Werte haben ihren Preis. Und das kann man wörtlich und monetär nehmen. Der Preis für den europäischen Widerstand gegen den Völkerrechtsbruch spüren wir in diesem Winter mit steigender Inflation, hohen Heiz- und Lebenshaltungskosten. Und damit kommt ein anderer Wert ins Spiel, nämlich faire und gerechte Lastenverteilung, sonst droht sich diese Gesellschaft selber zu zerlegen. Toleranz bedarf daher eines klaren moralischen und politischen Kompasses, wie er in den demokratischen Verfassungen der europäischen Länder verankert ist. Dazu gehört die demokratische Gewaltenteilung der Exekutive, also der Regierung, der Legislative, der Gesetzgebung im Parlament und der Judikative, der Rechtsprechung gegen autoritäre und diktatorische Tendenzen in der Welt, ja auch in Europa. Dazu gehören die Menschenrechte mit Chancengleichheit gegen jede Art von Diskriminierung. Dazu gehören soziale Gerechtigkeit und Fairness. Andererseits, ohne Toleranz, ohne Duldsamkeit im Umgang miteinander, vor allem im Konflikt, ohne Duldsamkeit, die tagtäglich in den Parlamenten gelebt werden muss, würde dieses Europa wieder zerfallen. Die Spannungen, die wir in den Parlamenten erleben, setzen sich bei den Bürgerinnen und Bürgern Europas fort. Auch hier beobachten wir eine wachsende Unduldsamkeit bis hin zu tödlicher Aggressivität. Hassbotschaften aller Art finden rasante Verbreitung. Rassistische Diskriminierung aller Art existiert weiter. Ressentiments, die früher auf Stammtische und isolierte Gesellschaftskreise beschränkt blieben, finden heute unter den Bedingungen, den neuen Bedingungen der technischen Medien ein Millionenpublikum und heizen die Gesellschaft auf. Querdenker aller Art dulden keinen Widerspruch zu ihren Meinungen und bedrohen ihre Kritiker in Verschwörungstheorien. Individuelle Lebensentwürfe und Genderidentitäten stoßen in freien Gesellschaften aufeinander und führen zu offener Feindseligkeit und Gewalt gegen Minderheiten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und das betrifft also meine und unsere in der Akademie betreffende Berufsgruppe, werden bedroht und angegriffen, teilweise in der eigenen Universität, wenn ihre Forschungsergebnisse den Meinungen einzelner Gruppen oder dem Mainstream widersprechen, sei es in der Pandemie- und Klimadebatte oder Genderforschung. Grundrechte sind heute in den Demokratien Europas weniger durch den Staat wie in früheren Epochen der Diktatur bedroht, sondern durch Unduldsamkeit, Intoleranz,
Hassbotschaften in Teilen der Medien und in weiten Bevölkerungskreisen. Hier zeigt sich noch einmal in aller Deutlichkeit: Toleranz ist kein Wert an sich, sondern steht im Spannungsfeld mit anderen Werten. Und deshalb brauchen wir nochmals einen moralisch-politischen Kompass. Aber auch das ursprüngliche Anliegen von Lessings Ringparabel nach religiöser Toleranz ist in den säkularisierten Gesellschaften Europas keineswegs erledigt. Wo kollidiert die Religionsfreiheit des Einzelnen mit der rechtlich verpflichtenden religiösen Neutralität des Staates? Die Debatte hier in Köln um den Ruf des Muezzin, jetzt schon seit einigen Monaten, unterstreicht die Aktualität dieser Grenzziehung. Aber noch einmal: Toleranz ist kein Laissez-faire. Tolerant kann nur sein, wer im Prinzip klar und unmissverständlich für die Grund- und Menschenrechte eintritt. Aber in der Streit- und Debattenkultur, die unsere freiheitliche, demokratische Verfassung fordert, muss der Umgang miteinander fair und duldsam sein. Das muss aber erlernt und eingeübt werden, von Kindesbeinen an. Daher begrüßen wir von Seiten der Akademie den zweiten Teil dieser Veranstaltung sehr, die Verleihung des Schulpreises Toleranz macht Schule. Das geschieht nicht durch Belehrung, sondern durch Praxis und Erfahrung in konkreten Projekten, von denen wir gleich mehr hören werden. Meinen herzlichen Glückwunsch jetzt schon an die jungen Preisträgerinnen und Preisträger. Für Ihre Unterstützung der Preisverleihungen und dieser Veranstaltung danke ich an dieser Stelle besonders Frau Hedwig Neven-Dumont und ihrem Verein Wir helfen, die sich leider kurzfristig entschuldigen ließ, der Deutschen Bank Köln mit ihrem Direktor Herrn Ramacher, der Celix Professional GmbH, ihrer ärztlichen Direktorin und Geschäftsführerin Frau Carla Kreisig, sowie ihrem Gründer und Geschäftsführer Professor Eninger, dem ZFL der Universität Köln. Als miteinladendem Veranstalter danke ich für die bewährte Kooperation und spreche den Dank an die Sponsoren zugleich in ihrem Namen aus. Last but not least danke ich dem Vorsitzenden des Kölner Kuratoriums, Herrn Kollegen Zimmermann, für seine umsichtige Moderation im Vorfeld dieser Veranstaltung und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihr Kommen, Ihr Interesse und Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank.